Leute von heute, wir haben mal wieder die Washington Franchise am Start, Alter, und wir kommen gerade in die absolut heiße Phase. Liebe Leute, wir sind in Woche 17 und stehen 9 und 6 und müssen heute gegen die 9 und 6 Seattle Seahawks ran. Super spannende Kiste, Alter. In unserer eigenen Division sind wir zweiter Platz. Wir stehen vor den Giants, die haben 8-7, hinter den Eagles, die haben 11-5. Und ja, nächste Woche geht's dann nochmal gegen die Eagles und dann wären schon Playoffs. Wir gucken einmal ins Playoff Picture rein, mal sehen, ob wir gerade aktuell drin wären. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hoffe natürlich, ja, wir sind aktuell drin und müssten sogar gegen die Seahawks. Also kriegen wir heute schon mal einen schönen Vorgeschmack, wie die Seahawks so drauf sind. Ich glaube, der User ist sehr, sehr gut. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir gucken einmal natürlich erstmal ganz kurz ins Schedule rein, weil ich will noch mal kurz wissen, was der aktuelle Stand war in den letzten Wochen. Okay, wir hatten jetzt einen Forced Win gegen die Bengals und davor haben wir gegen die Saints selber gewonnen. Alles klar. Stehen also 9 und 6. 3 Siege in Folge. Das ist auf jeden Fall geil. Ich guck mal, gegen wen die Seahawks verloren haben. Weil wenn es ein guter User ist, dann würde es ja Sinn machen, dass seine Niederlagen entweder alle Forced Wins sind oder Simulationen oder gegen richtig gute Gegner. So, eine Niederlage gegen die Bears. Ja, passt schon mal zu meiner Theorie. Bears ist ein extrem guter User. Eine Niederlage gegen die Cardinals. Allerdings sehr, sehr knapp. Da weiß ich nicht, wie gut der User ist. Dann die nächste Niederlage war ein Forced Win. Passt also auch in meine Theorie. Die Niederlage gegen die Jets. Boogie with the Hoodie. Ich glaube, der... Na, nee, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber auch eine knappe Niederlage. Dann eine deutliche Niederlage gegen die Dolphins. Okay, interessant. Und jetzt wieder eine Niederlage gegen die Falcons. Aber die Falcons haben auch einen übertrieben krassen User. Also, es passt zu meiner Theorie eigentlich. Heißt also, das spricht für einen ziemlich guten User. Wir gucken einmal schnell in die Stats rein für die Seahawks. Alter, wir haben 31 Interceptions auf 26 Touchdowns. Das ist echt Trash. Oh Mann, Alter. Seahawks. So, 31 Touchdowns und 21 Interceptions. Er hat es umgedreht. 4000 Yards. 69% Completion Rate. Das ist ziemlich stark, muss ich sagen. Okay, Running Game. Swift natürlich. Gefährlicher Running Back. 60,5 Yards im Durchschnitt pro Spiel. 10 Touchdowns. 4,5 Yards pro Carry. Das hält sich in Grenzen. Ups, aber gucken wir mal ins Receiving rein. Da bin ich gespannt. Metcalf. 110 Yards pro Spiel. Alter Schwede, 14 Touchdowns, 1400 Yards. Also wir müssen unbedingt auf tiefe Bomben auf Metcalf aufpassen, beziehungsweise Yards after Catch vielleicht auch. Ansonsten hier zwei Leute, die erst ein Jahr Erfahrung haben, gehen auch gut ab. Davon ist einer der Tight End. Okay, müssen wir also auch drauf achten. Defensiv, was hat er hier so Interception-mäßig am Start? 4 für den Strong Safety Jamal Adams, 4 für den Free Safety, Cornerback, Middle Linebacker 3. Okay, das hält sich eigentlich in Grenzen, würde ich sagen. Wie sieht es mit Sacks aus? Ist da irgendjemand krass? 7,5. Auch das hält sich definitiv in Grenzen. Gut! Okay, gucken wir noch einmal ins Roster rein, gucken, wie gut seine Spieler sind. Okay, 88 auf Tour, 82 Speed, das ist solide. Running Back Swift, auch ein 88er. Heinz, auch ein 88er. 95 Moral, okay, ich wollte schon sagen. 90 Speed, aber Heinz 94 Speed, das ist ein brutales Running Back Duo hier auf jeden Fall. Gucken wir mal auf Receiver, wollte ich eigentlich erstmal gucken. 97 Metcalf mit 97 Speed, 81er Eskridge. Hazelwood oder Hazelwood. Ja, das sind sehr brutale Receiver. Die haben alle kranken Speed hier. Das wird gefährlich, Leute. Tight End hat auch 86 Speed. Zweiter Tight End 85 Speed. Also sehr, sehr, sehr viel Speed in der Offense. Wie sieht es mit der Line aus? 76er, 82er, 81er, 80er und 76er. Okay, das hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Gucken wir mal in die Defense. 81er Right End, 81er Left End. Okay, also stabil, aber nichts Überkrankes. Und 75er und 74er Defensive Tackle, das ist schön. Outside Linebacker, 73er, das ist auch schön. Middle Linebacker, 82er mit 85 Speed. Okay, ja, hält sich in Grenzen, würde ich jetzt mal sagen. Right Outside Linebacker ist solide. Cornerback, 87er, 83er, 77er. Okay, auch das, ja, DJ Reed ist schon krass, aber ansonsten hält sich das eigentlich auch in Grenzen. Free Safety, 76er mit 95 Speed. Alter Schwede, das könnte gefährlich werden. So, und dann natürlich Adams hier mit 98 Overall und 93 Speed.
Lass mich raten, er hat den Free Safety auf Subline Becker. Nein, hat er nicht. Okay, crazy. Alles klar. Gut für uns. So, wir müssen in eine Press-Conference rein. Trench Boost. You have to be excited about the offensive line's ability to keep the QB clean. Ja, schon. Schon good job von der O-Line. So. Of course, they don't get enough credit for the job they do up front. It all starts with them and they're a crucial part to the success of our passing game. Ja, definitiv. The amount of sacks you allow against the Seahawks will determine how much XP each offensive lineman earns. Okay, krass. Alles klar, also, für alle, die es nicht verstanden haben, es wird darauf ankommen, wie viele Sacks wir zulassen. Umso weniger, umso mehr XP bekommt die O-Line dann nach dem Spiel. Weekly Strategy gehen wir rein und wir gehen sowas von auf den Deep Pass, Leute. Also zu 1000% gehen wir hier auf den Deep Pass. Das wird auch schon vorgeschlagen, sehr gut. Gehen wir einmal weiter. In der Offense gehen wir auf Run Inside. Allerdings werde ich Henry einfach mal komplett rausnehmen aus dem Training, weil der Junge muss einfach mal fit sein. Ja, also das ist irgendwie jede Woche so ein bisschen, naja, wir geben hier den Backups die Reps und alles nur auf Half-Pads und dann, warte mal, Offensive Fatigue 96%, yo. Und dann würde ich sagen, jumpen wir rein ins Training. So, wir können Spieler upgraden, mal gucken. Ich bin gespannt. Oh, Damien Sprinkle, okay. Montez Sweat, sehr, sehr nice und ich glaube, das war es auch schon. Dass Damien Sprinkle eins bekommt, ist cool, so, weil Backup von Henry kann natürlich nicht schaden und der macht auch sowieso einen guten Job, also vielleicht für die Zukunft könnte der was werden. Ja, und Montez Sweat natürlich auch sehr geil. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sind ready, um in dieses mega wichtige Spiel gegen die Seattle Seahawks zu starten. Wir könnten unseren Playoff-Spot noch verlieren, wenn wir hinter die Giants fallen und das letzte Spiel geht gegen die Eagles, was gut und gerne eine Niederlage werden könnte. Dementsprechend ist dieses Spiel hier verdammt wichtig. Let's go. So Leute, wir sind im Spiel, wir sind auswärts bei den Seahawks. Ich bin wirklich gespannt, wie das hier laufen wird. Wir starten an der 26, das ist solide. So, erstes Play ist ein Lauf mit Henry. Ja, da haben wir Glück, dass wir dann noch weggekommen sind. Ey, let's go. Good play, Alter. 10 Rushers direkt nach hier für den First Down. Ich habe sogar diesmal Stiff Arm gedrückt, aber wahrscheinlich ein bisschen zu spät. So, der hat natürlich eine Heavy Run Defense drin. Wir probieren es einfach trotzdem. Ja, okay. War okay. Dumme Animation. Also, ich weiß nicht, warum er da so gesprungen ist. Er hätte einfach im Laufen den Ball fangen können. Dann wären das keine Minus-Yards gewesen. Jawohl. Dudley Gibson mit dem First Down, Alter. Nice. Und wir haben schon eine Verletzung hier auf Thomas. Sehr schön. So, nächster Lauf kommt. Und der ist stabil, Alter. Der ist sehr stabil. So, Leute, wir haben den Play-Action. No, WTF. Warum lässt denn Gibson da einfach diesen Smith vor sich kommen? Und warum tackelt er durch die Beine von hinten durch? Komplett unrealistisch. Das ganze, Alter, diese ganze Sequenz hier gerade absolut hohl. Absolut hohl, Digga. Pick. Oh, ey, ich wollte schon sagen, hätte er den gefangen, Digga. So, 3. und 7. Mal sehen, ob wir standhalten können. Pick, let's go. Was war denn das für ein Read von ihm, Alter? Jawohl, Alter, let's go, Mann. Ja, nehme ich, sind ein paar Yards, damit kann ich arbeiten. Jo, sehr schön, let's go. Nehmen wir hier Henry easy für ein paar Yards. Okay, Adams macht ein gutes Tackle, dadurch sind es nur 3 Yards leider. Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr. Okay, den Catch nehme ich. Sind zwar auch nur 3 Yards, aber wir haben 3. und 4. Das ist manageable und doable vor allem. Da rennen wir selber. Easy. Okay, ist eine gute Run-Defense da am Start. Wir rennen trotzdem. Alter, dank Henry kriegen wir noch 3 Yards. Easy. Ach, block doch für mich. Ja, okay, gut. Der tackelt zweimal daneben, aber was macht Brown da, ja? Okay, eine Flagge. Ich wollte eigentlich nicht nach rechts scrammen, sondern durch die Mitte, aber illegal contact nehme ich natürlich. Wir haben First and Goal in der 3. So, Leute, wir probieren es hier mit einem Lauf. Mal sehen.
Ja, let's go. Touchdown in diesem Spiel. Der erste für Derrick Henry, Alter. So läuft's doch ganz gut. Tackle wieder durch die Füße durch. Also, kann Madden mal bitte seine Physik hier überarbeiten? Ach, ist das bescheuert, ey. Nein, bitte nicht. Komm schon, keine Network-Issues jetzt, Alter. Ich will nicht, dass das Spiel hier abbricht. Ah. Meine Güte, kann er einmal das Tackle machen, ey. Zweiter und sieben, sieht nach einem Lauf natürlich aus, aber er gibt Audibles. Wir müssen vorsichtig sein, ist kein Lauf. Ach, das ist so scheiße, ey, wirklich, Alter. Das ist so dumm, Digga. Das ist so dumm. Das ist einfach nur dumm. Das ist auch jedes Mal das Gleiche. Wenn ein Receiver diese Ability hat, irgendwie, ich weiß nicht, was das genau für eine ist, aber irgendwas mit einer Corner-Route oder einer Outbreaking-Route oder weiß ich nicht was, dann hat der Gegner einen automatischen Touchdown. Es ist so hohl, wenigstens verschießt er hier den PAT. Die haben dann halt wirklich einfach jedes Mal einen Automatic Touchdown. Das ist einfach... Was soll das? Das ist so overpowered irgendwie. Ich werde ab jetzt einfach die DBs immer nach außen stellen, Digga, weil... Keine Ahnung. Was soll man da sonst gegen machen? Nice. Good play, Njoku. Ja, nehme ich. Wieder ein Njoku. Wieder ein gutes Play. Let's go. Nice. Der nächste All-Liner, der sich bei uns verletzt, Alter. Sag mal, geht's irgendwie noch? Ja, das war jetzt nicht so geil. Alter, schon wieder Network-Issues. Ey, komm schon, Bro. Ich glaube, sein Internet ist nicht so gut. Vielleicht hat er deswegen auch den PAT verschossen. Ich habe wirklich keine Lust, dass das Spiel hier abbricht. Okay, guter Run von Henry. Shoulder Strain. Ja, Roulier, wir brauchen dich eigentlich. Er wirkt, als würde er blitzen wollen, deswegen hoffe ich, dass wir einen schnellen, kurzen Pass einfach auf Gibson oder einen Njoku anbringen können. Ja. Alright. Wir probieren es hier mit einem Lauf zur linken Seite. Jawohl. Obwohl, geht so. Ich dachte, da ist ein bisschen mehr drin. Das war jetzt nur ein Yard. Ja, da waren wir auf jeden Fall sehr lucky. Puh, eieiei. Ja, nehme ich. Das ist okay. Das sind 5 Yards, damit kann ich arbeiten. Gibson mit einem geilen Catch, Alter. Let's go. Ich dachte eigentlich, der wird da viel offener so. Deswegen wollte ich den da schön auf die Cornerroute werfen. Aber Gibson macht hier einen geilen Contested Catch für den Touchdown, Alter. Stark, Mann. Ah, es sind zu viele Yards, Alter. Auch viel zu viele Yards. Oh. Ah, das ist gestoppt, oder? Ich glaube, das ist gestoppt, Alter. Gute Defense, Mann. So, Leute, wird er hier das First Down holen können? Ah, gerade so, Alter. Okay, es sind ein paar Yards, damit kann ich leben. Er nimmt in der ersten Timeout noch 1,5 Minuten. Er will wieder die Corner auf Metcalf, oder? Ne, diesmal einfach nur ein Goal. Double Coverage. Und den fängt er. Alles klar, Digga. Macht Spaß. Macht wirklich Spaß, weil so ist es realistisch. So ist es auf jeden Fall realistisch. Tackle natürlich daneben, ey. Und jetzt verletzt sich auch noch Chase Young, Bro. Das ist die dritte Verletzung in diesem Spiel. Es ist so unfair mit diesem DK Metcalf, Digga. Also wirklich, das ist ja einfach nur unfair. Das ist ja einfach nur unfair. Der hat ihm jetzt für beide Drives eigentlich im Prinzip den Touchdown gescored. Dislocated Elbow, geil, Chase Young ist raus. Vor allem, wenn Metcalf schon in Double Coverage ist und wir trotzdem... Also, wenn wir den Pick nicht kriegen, okay... So, aber dann gib uns wenigstens eine Incompletion. Aber nee, der fängt ihn einfach und bleibt dann auch noch auf den Füßen und rennt theoretisch weiter. Also wir haben Glück, dass da einer dann war, der ihn getackelt hat. Was soll sowas, ey? Also, dagegen kann man halt dann auch nichts machen, ne? Guter Return. Wir haben noch 54 Sekunden. Mal sehen, ob wir vor der Hälfte hier nochmal scoren können.
Let's go, Alter. Nein, geh doch nicht ins Aus, Bro, renn weiter. Also eigentlich ist gut so, da wird die Zeit angehalten, aber ich dachte eigentlich, da haben wir noch ein paar mehr Yards. Und es war gerade ein sehr, sehr geiles Play, Alter. Wir schicken Joku rüber und in eine Go-Route. Mal sehen, ob wir daraus irgendwas machen können. Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Wir nehmen hier die Slant auf Gibson und nehmen eine Timeout. Ey, Gibson fängt heute viele Bälle, ne? Gerade eben auch die tiefe Bombe hat er auch gefangen. Wir nehmen hier erstmal easy first down. So, und einmal noch Huddle jetzt bitte. Come on. Schnell, schnell, schnell. Wir gehen einmal auf den Lauf. Ja, da ist viel Platz. Okay. Wir nehmen nochmal noch Huddle. Einmal ein Play machen. Ich sehe nichts so richtig offen. Doch, da jetzt. Ach, Bro, lass doch die Füße inbound. Du bist so ein Keck, Alter. Meine Fresse, ey. Wir hätten ja eigentlich einen Touch schon haben müssen. Danke dafür schon wieder hier. Geile Nummer, Junge. Wirklich eine geile Nummer. Wir probieren es jetzt mit dem Field Goal. Aber das ist ja wirklich wieder sowas von... Oh, ist das ärgerlich, ey. Das war ein guter Drive, Junge. Das ist, finde ich, ein bisschen... Also es tut schon weh, dass man da jetzt nicht mehr dem Touch schon für belohnt wird. Gutes Tackle von Allen, Alter. Was für ein Move gerade. Dritter und zwei, lasst uns den hier stoppen. Das Play Action. Ey, Junge, Mann. Du hast eine tiefe Zone, Digga. Das ist doch... Was soll das, ey? Was soll das? Jetzt hat Metcalf noch X-Factor. Wetten, der mosst uns jetzt gleich einfach richtig brutal. Sehe ich doch schon, ey. Okay. Es wäre irgendwie schon äußerst wichtig, hier jetzt standzuhalten. Also bitte, Safeties und Cornerbacks, lassen Metcalf hier nicht irgendwas Dummes scoren. Jawoll, Alter. Jawoll. Cameron Kerr, let's go. Mann, Junge, renn doch mal, ey. Aber let's go trotzdem. Goal-Line-Defense hier, oder nicht Goal-Line direkt, aber Red-Zone-Defense hat standgehalten, Mann. Er wollte den Ball einfach wieder zum Metcalf werfen, aber diesmal nicht. Cameron Curl war da. Wir laufen den Ball jetzt hier erstmal beim 1. und 10. Und das funktioniert gut. Face Mask glaube ich auch noch oben rauf, oder? Yes, Sir, nehme ich. So, nächster Lauf kommt. Was zum Geier, warum cuttet der nicht nach innen? Jawohl, Joku fürs First Down. Ja, war nichts offen. Dann nehme ich lieber den Sack, als dass ich irgendeine dumme Interception werf. Damn, Alter, da war ja alles zu. Kacke, jetzt haben wir einen 3. und 15, ey. Oh. Nicht gut, Leute, nicht gut. Und schon wieder Network Issues. Ja, mal sehen. War der complete? Okay, wir sind in der 50, aber 4 und 4, wir werden den Ball punten müssen. Das ist bitter. Das ist auf jeden Fall bitter. Digga, ey, was ist denn das für eine Run-Defense, Bro? Alter Schwede. Ah, ich dachte, da komme ich hin. Und der gibt uns so eine Face-Mask. Mann, ey. Ich dachte, da komme ich hin, Alter. Ihr wisst es doch, oder? Wenn man Blitz antäuscht und dann aber hochrennt, damit man den Pick holen kann. Ich dachte, das funktioniert, aber hat es leider nicht. Okay, einmal gute Run-Defense hier. Sehr, sehr schön. Oha, Alter. Kommt da einfach in der Goal-Line-Formation raus, oder was? Krass. Aber nur 3 Yards. Wie viele Spieler verletzen sich denn in diesem Spiel, Alter? So, jetzt bitte einmal standhalten. 3. und 4, einmal standhalten. Let's go, Defense. Nein, er hatte fast die Deflection, Alter. Oh mein Gott. Oh, bitter, Junge. Bitter. Okay, damit kann ich arbeiten. Oh.
Hey Bro, ich komm da nicht durch, Mann. WTF, Alter, der rennt uns in Grund und Boden, ey. Wie kann denn das sein, Alter? Was macht meine Defense da? Ich komm hier nie durch irgendeine Lücke durch. Es kommt immer ein O-Liner genau perfekt, wenn ich den gerade weghauen will. So, jetzt Allen hier mal wieder mit einem geilen Play. Danke dafür. Jawohl, Alter, let's go. So, Leute, dritter und neun. Wichtig, wichtig, mega, mega wichtig. Stopp den. Jawohl, Alter. Er hat einen vierten Versuch. Wird er dafür gehen? Vierter und fünf. Oder nimmt er hier das Field Goal? Er nimmt angeblich das Field Goal. Wir gehen natürlich aber in eine normale Formation, falls es ein Fake ist. Oh, und der geht daneben. Ich glaube, das liegt an seinem Lag. Das ist bitter. Das ist bitter, Digga. Nächster Lauf kommt von uns hier. Schwede, ey, minus 4 Yards, Alter, und der nächste O-Liner verletzt sich, ey. Haben die irgendwas an den Slidern geändert oder so? Das ist ja wirklich, what the hell. Na, wir tun so, jetzt geben wir Audibles zu den Receivern hier, bla bla bla. Okay, dies, das, Ananas, und jetzt rennen wir, rennen wir den Ball, aber das ist zu, what the hell. Was ist das für ein O-Line, Digga? Alter Schwede, ey, wir kriegen hier überhaupt keine Run-Yards hier mehr hin. Aber jetzt müssen wir hier ein bisschen rum-engineeren und mal gucken, ob wir hier nochmal ein fettes, geiles Play rausholen können. Sehen, da ist er doch. Ja, Joko hat den Ball. Good job. Bruce Knee. Lino, wir brauchen dich, Bro. Come on. Ja. Ja, ja, okay. Interessant. 5 Yards nehme ich. So, an der Stelle werden wir den Ball jetzt mal wieder laufen. Ja, das ist ein First Down. Sehr schön. Wenn Jordan Love nicht so langsam wie meine Oma wäre im Low-Scramblen, hätten wir da sehr viele Yards erlaufen können. Good job, Love. Nicht. Okay, Henry ballert sich da immerhin durch für ein paar Yards. Oh, ich mache sogar Secure Catch mit X und er droppt den trotzdem. Ey, so ein Hundesohn, Alter. Probieren wir jetzt das Field Goal hier von 63 Yards, ey. Mann, Alter. Ist das unnötig, Digga. Vor allem ist es Samuel, ist nicht irgendein Lappenreceiver. Geht der rein? Jawohl. Good job, Alter. 20 zu 13, wir führen mit einem Touchdown. What the hell? Damit kann ich leben, Digga. 5 Yards jetzt in dem Moment sind für mich auf jeden Fall akzeptabel. Auch das ist sehr akzeptabel, Alter. Nur 3 Yards zugelassen. Dritter und 2 jetzt. Die Zeit tickt. So, läuft er den Ball hier? Dritter und 2. Mal sehen. Ja, und das kriegt er gerade so. Schade. Holt mal bitte den Sack hier. Ihr seid eine geisteskranke D-Line. Holt mal bitte den Sack. Okay, damit kann ich gerade so noch leben, aber eigentlich eher nicht. Screen. Ist das bescheuert, ey. Ist das bescheuert. Da, weil, wisst ihr, manche Leute schreiben mir, yo, du tackelst zu früh. Tackle einfach nicht so früh, dann macht er das Tackle automatisch. Sieht man, Digga. Wirklich geil. Ich renne extra an ihn ran, damit er 1 Zentimeter von ihm entfernt ist. Und er rennt trotzdem einfach dran vorbei. Wie ein absoluter Vollidiot, ey. Also so dumm muss er erstmal sein. Alter Schwede, ey. Pink! Pink! Wow! Mann, komm schon, Defense. Jetzt mach doch mal bitte den Deckel drauf, ey. Es reicht doch jetzt mal. Oh, 2010, come on. Screen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, Mann. Ja. Ja, das ist gut. 4 Yards nur zugelassen, Zeit tickt. Allerdings hat er natürlich noch alle 3 Timeouts. Mir ist eigentlich gerade aufgefallen, 4 Yards hier zuzulassen ist viel zu viel, lol. Also das war irgendwie doch nicht so geil, wie ich erst dachte. Es gibt eine Flagge. Holding, Alter. Holding in diesem Moment. Alter Schwede, haben wir hier gerade Glück. So, Defense, und jetzt reißt euch mal bitte zusammen, Alter. Reißt euch jetzt wirklich mal zusammen. Reißt euch jetzt wirklich einfach mal zusammen.
Okay, den fängt er. Allerdings sind das, ja gut, 7 Yards ist eigentlich viel zu viel. Dritter und 9. Alter Schwede, ist das schon wieder spannend hier. Screen. Und yes, Digga. Let's go, Alter. 4. und 9. Let's go. 4. und 9, Alter. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Let's go, Digga. Das müsste der Sieg sein, oder? Ja, er hat nur 2 Timeouts. Ich glaube, das müsste der Sieg sein. Endlich mal wieder ein guter Lauf, ey. Gut. Achso, er nimmt nochmal eine Timeout. Okay, aber wir können trotzdem abknien. Nice, Alter. Brown bekommt ein Upgrade. Das sehe ich natürlich sehr, sehr gerne. Leute, es war wirklich wichtig, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Dadurch stehen wir jetzt nämlich 10 und 6. Mal gucken. Brown, okay. Sind gute Werte hier auf jeden Fall. Matt Thomas, Right Tackle, bekommt auch ein Upgrade. Wir haben leider mehrere Sacks zugelassen. Also die XP kann nicht allzu hoch sein für die O-Line in diesem Spiel. Aber gut, passiert, ne? Passiert ab und zu. Wir gehen einmal rein in Trench Boost, aber wirklich super wichtig, dass wir hier jetzt 10-6 stehen, ey. Coach, a couple sacks today after none last game. How are you feeling about how the offensive line has been playing? Feeling good. The entire unit is getting better each week and even though there were a couple lapses today, I still feel good about where everyone in that group is headed. Alright, 2 sacks allowed. Your entire offensive line earned 1000 XP. Nice, Alter. Ah, schön. 2 neue Injuries, Alter. Geil. Jetzt natürlich kurz vor den Playoffs schmeckt sowas immer richtig gut. Schön, Digga. Chase Young und Matt Thomas sind beide draußen für 4 Wochen. Die verpassen damit die Playoffs. Danke, Madden, an der Stelle. Finde ich richtig cool. Vor allem Chase Young, ey. Das ist so... Oh Mann, Alter. Gut, Leute. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert natürlich, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, man sieht sich im nächsten Video in einem mega wichtigen Spiel gegen die Philadelphia Eagles im letzten Saison-Game. Und bis dahin, habt eine schöne Woche oder was auch immer. Haut rein, euer Eric. Wir sehen uns.